Episode 4 von Star Wars Outlaws. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Kay ist mal wieder allein unterwegs. Sie hat sich nicht mit den Rebellen zusammengetan in der letzten Episode, sondern muss jetzt hier alleine flüchten aus dem Westpalast auf Cantobite. Aber wir können dieses Schiff hier stehlen. Es steht hier komplett unbewacht. Wobei, ein paar Wachen haben wir ausgeschaltet, aber jetzt können wir uns wahrscheinlich das Schiff unter den Nagel reißen. Und somit hat Kay ihr eigenes Schiff. Wer braucht denn dann da schon noch die Rebellen? Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen vierten Folge. Und auch da kommen sie. Wow. Danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge, Leute. Ich glaube, die sind unverwundbar, oder? Aua, den habe ich gespürt. Lieber schnell rein ins Schiff. Die kippen so langsam um da draußen. Ich dachte, ich kann die noch schnell wegballern. Ist wie Gleiter fahren, oder? Ja, klar. Nein. Nicht aus dem Fenster schauen. Tut mir leid. Macht Spaß. Los geht's. Okay, gib ordentlich Gas. Muss die Barriere da nicht weg? Ach, wir ballern einfach drauf. Na also, die Barriere ist weg. Ja. Ein bisschen Schub nach vorne, aber nur ein bisschen. Und los geht's. Vorsicht! Vorsicht! Oh, das war etwas knapp. Ja, das war sehr knapp. Ist der Lack beschädigt beim neuen Schiff. Als ob die gleich Jäger hinter uns her schicken hier. Nein, 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 nein! Ausweichen! Hör's doch, du Mistding! Tashara. Hauptsache weg hier. Jawohl, Hyperraum! Das sieht hübsch aus. Tashara, der Planet, sagt mir gerade gar nichts. Mit Erdmännchen. Alles gut. Star Wars Outlaws. Willkommen zurück, Leute, zum Let's Play. Sollte euch die Folge heute vielleicht auch gefallen, drückt gerne noch auf den Like-Button. Danke. Landen ist auch nicht so ihr Ding, oder? Noch nicht. Geschafft. Irgendwie. Irgendwie. Komm schon. Oh, hallo. Ah, ihre Jacke. Ihre neue Jacke. Hm? Passt sehr gut. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Na toll, ey. Viele neue Freunde heute. Ja, echt. Wir sind hier gerade gelandet, hey, und werden schon wieder beschossen. Wir müssen das nicht tun. Okay.
Adrenalinanzeige. Drücke für Adrenalinschub und dann Schüsse abzugeben. Ah, das ist ja nice. Red Dead Redemption. Und dann? Oh, hat geklappt. Naja, die drei sind auf jeden Fall weg. Und wer ist der Rodianer? Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges. Versatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Okay, Wacker. Wackers Sounddateien waren etwas abgehackt. Nimm den Gleiter. Das heißt, Kay war wirklich noch nie weg von Kanto Bight, ist da aufgewachsen mit ihrer Mutter und so und ist jetzt das erste Mal überhaupt auf einem anderen Planeten? Das ist bestimmt ein krasses Abenteuer für sie. Ganz gut abgeschmiert sind wir hier. Okay. Dann nehmen wir hier unser Mofa. Wow, schick. Festhalten nix. Hat auch schon mal bessere Tage gesehen, oder? Irgendwie geschafft. Okay, wir haben Bremsen und links und irgendwas. Da ist ordentlich Wumms hinter. Oh, also gut, wir leben noch. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Natürlich. Klingt easy. Erreiche Mirugana. Das ist die Stadt hier. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr weitläufig aus. Kann man Gegner? Wie ein Banter. Kommt schon. Like a Banter. Schüsse ausweichen. Ich dachte, ich kann zurückschießen. Adrenalinschub auf den Gleiter zu machen. Reicht das? Wer sagt's denn? Okay. Ich habe beide erwischt. Die haben Sachen fallen lassen hier. Das Granaten, Thermaldetonatoren. Die nehme ich mir mal mit. Der andere liegt hier oben noch. Okay, sind wir also jetzt im ersten offenen Planeten hier angekommen. Da fährt auch wieder jemand. Oh, das ist ein Sturmtruppler. Vielleicht noch nicht jetzt unbedingt mit dem Imperium anlegen. Wo wir gerade noch so ein Frischling sind. Habe ich eine Karte? Fahrzeug, Datenbank, Dingsbums. Ausrüstung, Fahrzeuge, Datenbank, aber keine Map von dem Planeten? Hier ist ja auch nur... Okay. Ich dachte, wir können vielleicht die Karte vom Planeten sehen, damit wir so einen Überblick kriegen, wie groß das ist und wo man überall hin kann und so. Ich meine, ja klar, wir haben einen Kompass oben, aber eine Karte wäre schon nicht schlecht. Vielleicht kommt das noch, weil wir neu sind und erstmal jetzt die Stadt erreichen müssen.
helfen, Kumpel? Ich weiß. Was machen wir hier bloß? Imperiumsterritorium ist das auch noch hier. Wird angezeigt. 1,3 Kilometer. Bist du da? Funktioniert der Funk? Ja, also diese Banditen sind immer noch hinter mir her. Hartnäckig. Flieg nach Mirogana. Das ist Pike-Gebiet. Da hängst du sie ab. Und, wie ja? soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Gorak oben im Makal. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du ja, kannst klar. sie nicht verfehlen. Das war eine imperiale Fähre, die da geflogen ist. Ganz schön viele Leute unterwegs. Finde ich cool. Macht das Ganze ein bisschen lebendiger. Das hier scheint schon der Ort zu sein. Nee, ist er noch nicht. Okay, das sah sie größer aus. Wow, seht ihr das an? Das muss Mirogana sein. Voll so unter dem Stein gebaut. Sieht nice aus. Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Loks habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Das ist das Schiff. Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Weg da, ich park da. Okay, jetzt hat unser Schiff auch einen Namen, und zwar die Bahnbrecher. Das ist der Bahnbrechende. Hier ist die Kantine. Ich soll da hoch, ne? Macht irgendwie einen großen Eindruck, der Planet hier. Ich hoffe, wir bekommen noch eine Karte dafür. Ich bin sauber, wenn Sie das meinen. Keine Schmuggelware. Das Kuhurteile immer noch ich. Zeig sie her. Wurde eine Rekordanzahl von Systemen erkundet. Auch wenn die meisten der entdeckten Planeten... Guck mal, das Imperium, wie die Leute hier durchsuchen. Und sie versucht gleich schon unauffällig zu wirken, indem sie ihre Jacke so festhält und gar nicht hinguckt. Cooles Detail. Sturmtruppen sehen gut aus. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thoren Valarionuk? Das bin ich. Mhm. Alles klar. Gehen Sie weiter. Das war der Pass, der in der Jacke war, oder? Die glänzen richtig, die Sturmtruppler hier. Finde ich gut. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Ja. Okay, den Checkpoint haben wir hinter uns gelassen. Jetzt läuft sie auch wieder ganz normal weiter. Alles in Ordnung? Werden wir sehen. Aber hier ist... Wir wurden schon kontrolliert. Wir gehen einfach weiter. Danke. Alter. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pike sowieso schon ein Vermögen. Okay, ist also ein Planet unter Pike-Einfluss. Die Pikes ganz groß dabei beim Spice-Handel. Ich bin sicher, dass wir die nicht wiedersehen werden. Letzte Nacht wurde jemand dabei erwischt, wie er einen Hutten übers Ohr hauen wollte. Willkommen bei Kessel-Sabak. Kessel-Sabak ist eine der ganz in der ganzen Galaxie beliebte Sabak-Variante, in der die Spieler ihr Chip-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Das sind die Gegner, die hier dabei sind? Kessel-Sabak. Wir kennen die Regeln nicht. Schummeln mit nix kann man auch. Okay, Belohnung 150, Wertgegenstand eine Flasche, Einsatz 50, Case-Guthaben 273. Ich zeig euch mal, wie man das macht.
Runde 1. Okay, ich habe eine 2 und eine 3 auf der Hand. Die 3 ist rot, die 2 nicht. Gelb. Hat das was zu bedeuten? Kriegen wir die Regeln noch erklärt? Bei Kessel Sabak investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein Paar zu holen. Eine Sabak-Hand. Ah. Okay. Um eine Runde zu gewinnen, brauchst du ein Paar, eine Sabak-Hand, die möglichst nah bei 0 liegt. Also niedrig? Möglichst nah bei 0? Der letzte Spieler mit Chips gewinnt das Spiel und den Credit Pot. Nah bei 0. Sie sind wieder was gelernt, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, mehr ist gut. Halten oder ziehen? Wie viele Karten hat man denn im Ganzen? Ziehen kostet noch eine Münze. Ich habe 4 davon. Halten, ich habe ja noch keine... Also, hat man mehr als 2 Karten später auf der Hand? Dann muss ich noch eine ziehen, oder? Ich ziehe mal eine. Dann schauen wir mal. Moment, ich kann mir das aussuchen. Wenn ich die 2 ziehe hier, hätte ich eine 2er-Dings. 5 ist schlecht. Und hier in der Mitte, die, da weiß ich nicht, was rauskommt. Aber ich will ja ein paar haben. So. Karten abwerfen und Zug beenden. Wieso abwerfen? Weil ich ein... Also, zählt das dann, dass ich hier... Ich will nicht... Also... Ich will, wenn die rote abwerfen. Hä, wieso kann ich denn nicht die anderen auswählen? Okay, ich kann nur eine von den gelben abwerfen, aber nicht die rote. Das ist komisch. Ja, das mit dem Paar habe ich schon gehört. Karten. Hände bestehen aus 2 Karten. Je einer aus jeder Familie. Sand und Blut. Also gelb und rot dann, okay. Mit Werten von 1 bis 6. Ach so, ich muss ein Paar zwischen den beiden. Also ich kann... Also zwei gelbe Karten mit jeweils 2 bringt mir nichts. Ich muss ein Paar der Familie da zusammenbauen, okay. Der Kartenwert lässt sich am Kopf und Symbol in der Mitte ablesen. Es gibt 3 Karten mit jedem Wert von Familie. Pro Familie. Ah. 6 minus 5 gleich 1. Ach, das wird auch noch abgezogen. 2 minus 2 gleich 0. Handwert Sabak. Also eine direkte 0 erreichen ist perfekt. Ah ja, danke schön. Jetzt macht es mehr Sinn. Ich will ziehen. Na, geht doch. Gininolia. Okay. Jetzt habe ich also eine 2 und eine 3. Ich ziehe. Wenn die da abgezogen wird. Habe ich eine 1, oder? Oder eine Minus. Was haben wir denn da noch? Das ist eine 5, ne? Weil ich glaube, wenn die 2 und dann minus 3 abgezogen wird, dann wäre ich bei minus 1. Das wäre schlecht. Deswegen will ich jetzt die hier wieder abwerfen. Behalte aber die 5. Das heißt dann 5 minus 3, dann bin ich bei 2. Ich lerne noch. Ich ziehe. Aber es ist ein wichtiges Spiel in diesem Spiel. Also gut, ich ziehe. Das andere sind die Karten, die abschmeißen. Sehe ich oben, was die haben auch? 2 Chips und 2 Gesetze oder wie?
Halte. Ich passe. Gee, ein Japan. Ich ziehe. Okay, einer ist raus. Okay. Sabak. Was jetzt, Sabak? Jetzt schummelt doch. Strafzahlungen. Der Rundensieger nimmt die eigenen investierten Chips zurück ins Depot. Wer keine Sabak hat Hand hat, muss die Differenz seiner Kartenwerte an Steuern zahlen. Wer mit einer Sabak Hand verliert, zahlt einen Chip Steuern. Okay. Heute ist einfach nicht mein Tag. Das heißt, ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe alles verloren. Und er hat alles gewonnen. Ach komm. Wäre das jetzt Greedo, würde ich zuerst schießen. Nicht aller Tage Abend. Die Galaxis ist voller Kesselsabak-Herausforderungen. Suche nach Kontrollkarten und finde neue Betrugsmaschen in der Welt. Finde neue Betrugsmaschen. Okay. Verfeinere deine Strategie und deinen Spielstil auf deinen Reisen. Ja, das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen, dass ich das Spiel... Hab mich mit den Sabak-Riegeln ehrlich gesagt auch noch nie wirklich beschäftigt. Schnellreiseziel. Hier haben wir wieder eine Bar. Hier können wir auch... Gibt es auch wieder Rennen? Aber sind das die Rennen aus von Canto Bight oder haben die hier selber welche? Vielleicht auch nur eine Übertragung vom anderen Planeten. Würfel? Wer gibt's hier aufs Maul? Makals Spielhölle. Wieder nur ein Daddelladen, oder? Hier komme ich nicht durch. Ist zwar schön, dass man einen Kompass hat, aber so eine Minimap, um die Wege besser zu finden, wäre vielleicht auch hilfreich. 50 Meter, ne? Was ist das für ein Fragezeichen da oben? Was finden wir da drin? Können wir irgendwo einbrechen hier? Neuer Schatz! Ein Schatz gefunden! Flüsterkneipe. Hier drin sehe ich nichts. Toll, dass ich schon wieder raus kann. Ist das hier der Schatz? Okay, ein paar Ringe. Nee, hier hinter, oder? Hier, da ist der Schatz. Benötigt aber ein Hacking-Kit. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Aha. Okay, dann wurde aber dieser Schatz hier schon auf der Karte markiert. Wenn wir bald mal eine Karte finden. Ja, da ist die Karte. Jetzt haben wir eine Karte. Okay, das hier ist jetzt aber nur die Stadt, ne? Gleitermechaniker. Stadt, Landezone. Plünderer. Okay, sehr interessant. Und wir müssen dahin. Unterwelt, Hauptquest. Korrupter imperialer Offizier. Okay. Klamotten können wir hier holen. Schneider. Was ist das hier? Kantofeld, das ist das Rennen. Ja. Und Flüsterkneipe hier wurde der Schatz jetzt markiert. Das heißt, sobald wir ein Hacking-Kit haben, können wir hier zurückkehren und diesen Schatz mitnehmen. Dankeschön. Und hier war ich schon richtig für die. Ist das hier auch? Ah ja.
Du willst doch bei den Pikes mitmachen. Wieso will ich das? Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Kaufen? Wie lautet das Angebot? Ja, das wäre super. Sie bezahlt einfach sofort. Danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Ich dachte, ich kann mir vorher vielleicht anschauen, wie teuer das Angebot ist, anstatt das gleich anzunehmen. Das hat 50 gekostet, ja, aber sag mir doch so vorher, wie teuer. Das habe ich wieder ausgegeben. Sprich mit dem Barkeeper. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Na, zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Spezialeinladung. Oh, das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak wird... Ach, vergiss es. Okay. Der Typ hat uns verarscht. Und die 50 waren falsch angelegt. Er ist natürlich bestimmt jetzt auch weg, oder? Und der Betrüger ist weg. Natürlich. War ja klar. Ja. Okay, nie wieder sowas kaufen. Nie wieder. Lieber vorher die Kniescheiben zertreten. Und die dann ausnehmen. Das Bedienfeld macht immer Probleme. Und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Okay. Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht. Also, nein. Bestechen? Einen anderen Weg finden. Tja, jetzt schon. Also, vielleicht nächstes Mal? Es bleibt bei einem Nein. Okay, mit ganzen Bestechen und das alles, wenn wir das zu viel machen, dann brauchen wir echt viel Geld. Sonst sind wir echt arm bald. Nehmen wir die Pike-Leute. Ach, hey, was ist da hinten? Nur große Nummern. Hör mal, Kumpel, ich bin aus Kanto. Und da bin ich die größte Nummer überhaupt. Hau ab! Okay, kann man auch netter sagen. Finde eine Möglichkeit, Goraks Suite zu betreten. Ja. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Turbolift rufen? Hey, nur für geladene Gäste. Wer hat das gesagt? Hier steht niemand am Turbolift. War das Barkeeperin? Ist das hier das Badezimmer? Nein, aber hier kann man Stuff mitnehmen. Und da ist ein Lüftungsschacht. Nochmal ein Ring. Was haben wir hier? Die Dachterrasse. Ja, eine schöne Aussicht. Es ist nur krass windig irgendwie hier auf dem Planeten. Wenn man sich die Bäume mal anschaut und die Haare, wie die im Wind wehen. Aber das hier ist auch recht hübsch, oder? Die Aussicht.
Okay, wir müssen also einen Weg finden, wie wir bei den Pikes ins Büro kommen, damit wir da vorstellig werden können, um vielleicht die ersten Aufträge für die Pikes anzunehmen, für das Verbrechersyndikat, um auch dort unseren Ruf zu festigen und zu erhöhen. Und somit werden ja dann auch andere Sachen bei den Händlern freigeschaltet und so. Eine Karte haben wir jetzt auch freigeschaltet, endlich. Die kann ich nicht aufmachen, wenn ich hier dran gelehnt bin. Aber die Karte hilft auf jeden Fall schon mal. Damit wir später uns besser zurechtfinden und auch wissen können, was hier für Symbole noch sind. Schnellreise, aber die ist noch geschlossen. Quests werden sicherlich auch noch so auftauchen, Nebenaufgaben und so weiter. Ich freue mich drauf, das Ganze hier zu erkunden, jetzt auch hier auf dem ersten Planeten. Okay, dann machen wir in der nächsten Episode weiter, Leute. Ganz entspannt. Ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Video, wenn es euch gefallen haben sollte. Und dann sage ich wie immer, ciao, ciao, bis zur nächsten Episode von Star Wars Outlaws. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.